Tja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 hier in Losbeck bei Tante Ilse. Tja, wir sind alle schon fleißig. Tante Ilse hat noch Müllers Hänschen eingestellt. So als Nebenerwerb für ihn oder sowas. Der ist schon fleißig am Grummern hinten. Und auf den Lütten, ein Acker, da ist Karl-Heinz am Flügen. Übrigens, er hat seinen Führerschein bestanden. Nach dem 8 Mal oder was. Aber er hat ihn auf alle Fälle. Er darf wesentlich öffentlich auf der Straße fahren. Das ist schon mal was. Mal sehen, was davon kommt. Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir so gedacht, da wollen wir eben hin und wollen mal gucken, was die beiden so machen. Ne? Ob das alles so klar geht. Ich meine, bei Müllers Hänschen brauchen wir keinen Kopf machen, aber bei Karl-Heinz weiß ich auch noch nicht. Ne? Oh, was ist das denn? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, Tante Ilse. Was ich machen wollte, ich wollte nach Müllers Hänschen eben hin auf dem Acker gucken, ob da alles klar geht. Und bei Karl-Heinz gucken. Wie, das soll ich nicht? Ich soll nach Fritz fahren. Da steht was auf dem Hof, das soll ich abholen, oder? Ja, und dann? Das muss vom Halm. Was wolltest du dreschen jetzt, oder was? Ja, aber du hattest doch den alten Drescher verkauft von Onkel Gustav. Wolltest du einen Lohner holen, oder was? Du hast einen neuen Drescher gekauft. Die soll ich jetzt vom Petermann holen und anfangen. Ja, okay. Ja, mach ich das. Ja, gut, fahr ich hin. Ja. Ja, ich pass auf mit dem neuen Ding. Was hast du denn gekauft? Wollte mich überraschen lassen. Ja, gut, nun denn. Dann sieh zu. Jupp, tschüss. Das hat sie auch noch dazu gekauft, das Stück hier. Wie die das macht, also frag mich mal, ich weiß es nicht. Zu tun jede Menge. Da unten muss noch geflügt werden oder grubbern. Erstmal vorweg, denn das eine Ding noch. Müllers Hänschen hat die Arbeit erfolgreich beendet. Siehst du, dann können wir den gleich am anderen aufsetzen. Der ist fit, der Magaude. Der ist gut. Ja, komm hin. Oh Mann. Schnarch ich zu. Ich hab keinen Tiet. Da bin ich immer gespannt. Das muss auch noch alles geflügt werden hier. Wenn er einen Fan den 615, dann haben wir erstmal dann wieder in den Vierscharrenhörner gehangen. Da waren ein paar Scharen verbogen, da mit dem Mist, was Karl-Heinz gemacht hat, aber den haben wir bei Fritz gehabt und der hatte noch ein paar liegen. Da haben wir da neue Scharen rangeschraubt, da und fertig ist. Er zieht ihn besser als den Fünfer. Da macht er immer Rabatz. Da muss er sich nochmal was einfallen lassen. Also wenn er jetzt dann mit dem ganzen Land und den Scheiß, was die jetzt bis jetzt schon gekauft hat. Uiuiuiui. Was ist das dann? Das ist immer ganz was Fixes hier. Deine Ilse hat sich getrennt von ihrem Mähdrescher, von Onkel Gustav. Uiuiui. Ja gut, das Ding hat ja auch nichts mehr gebracht, ne? Ja, das ist aber was Feines, wa? Zwar nicht der ganz große, aber langt erstmal für die Ecken hier. Das ist ja was ganz Tolles. Moin, Fritz. Ja. Hat Ilse da denn gekauft? Hast du wieder Reibach gemacht, wa? Südseeinsel lässt grüßen, oder was? Ja, gut. Ob ich mich damit auskenne? Ja, kann ich. Ich habe so Dinger auch in Holland. Ja, gut. Erste Inspektion, ja, ruf Ilsemann an, die Handzettel. Die sitzt im Büro, kann sie selber machen. Aber ich schreibe mir das auf, ich merke mir das, Fritz. Seh zu. Dann bin ich los. Junge, 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 Junge. Den wollen wir mal schauen. Das ist ja ganz was Nettes hier. Aber man merkt, Tante Ilse steht auf Händen, ne? Da kann ich nichts machen. Ist auch nicht so schlimm, soll sie machen, von mir aus. Sie ist Fan geblompt von Gustav damals. 57er Schneidwerk bei. Oh, ist gar nicht unübel. Das schafft schon was. Ein anderes Ding, das war ja auch nichts.
Na, siehst du. Oh, das gibt ja ein nettes Bild ab hier. Fangen wir mal hinten auf, mal gucken, wo waren das noch? 33, 36 und so was, da steht auch noch was. Da fangen wir mal an jetzt. Ja, ich glaube, die hat aber auch einige Äcker und Weiden jetzt noch wieder so von den Bauern wiedergekriegt für den gleichen Preis, wo sie verkauft hat. Und sie hatte ja auch noch was im Strumpf, ne? Sparsam waren sie immer. Können wir mal ein bisschen an der Seite fahren, da Lütt bieten. Ja, das wird noch richtig großes Ding hier, pass mal auf, du. Ne, da hinten muss ich rennen, ne? Ein weiter. Ich meine, da kannst du was mit beschenken mit das Ding hier, ne? Junge, Junge, jetzt kommen hier 1000 Autos an. Sonst fährt hier nie einer, aber immer wenn. Ich auch noch. Da kommt der auch noch an, du leck mich. Eierköppe. Kartoffeln und Rüben sind da auch noch in der Erde. Oh, müssen wir auch die nächsten Tage raus damit. Rübenruder noch kaufen? Na, ich weiß nicht, was er macht. Kaufen oder mieten oder was weiß ich, du. Da muss ich mal abfahren in Ruhe abends mal, wenn sie schon im Bett liegt oder was weiß ich denn. Die geht ja früh schlafen, ne? Dann weiß ich, wie was hier los ist. Wenn wir hier schon mal mitmuddeln sollen oder helfen oder irgendwas, dann muss ich mir auch sagen, was sie hat und wo was los ist, ne? Aber jetzt so mit Müllers Hänschen, da hat sie einen guten Griff gemacht. Ja. Da muss ich mal sagen. Hier ist auch ihr Boden drauf oder was, ne? Das hat sie auch gekauft. Junge, 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 ja. 85, du mein lieber Mann, du. So. Dann fangen wir da einfach mal an. Mein gedüngt ist da, glaube ich, nicht viel, oder was? Aber doch einfach mal sehen. Machen wir all die rein hier. So. Was wir doch auch noch kriegen. Alle Welt wird doch wohl nicht werden, aber mal kriegen. War jetzt so ein paar Tage nicht hier. Den Fendt übrigens von Onkel Gustav, den haben sie auch wieder fit. Fritze hat noch eine Vorderachse aufgetan, komplett. Wahnsinn, ne? Der läuft auch erstmal wieder. Mal sehen, was davon kommt. Weiß ich auch noch nicht. Ups, aussteigen. Kardanwelle ranmachen. So. Nubo. Fahren wir einmal so rum und dann passt das gleich. Korntank aufmachen. Sieht ja ganz lecker aus, das Ding, ne? Warum nicht? Ach du Scheiße, schiebt den über die Erde hier oder was? Huch. So. Das muss er packen. Ja, kann ich mir den auch mal angucken. Fett hatte ich noch nie im Spiel hier. Warum nicht? Sieht ja ganz lecker aus, das Ding, ne? Finde ich. Oh, passt. Bohnen in die Ohren. Da willst du bestimmt die Hälfte wieder von haben. Da gibst du wieder Bohneneintopf. Leute, hört auf, du. Mann, 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 da.
Ah, ne. Nicht schon wieder. Ja, Tante Ilse. Wie weit ich bin? Bin gerade angefangen. Gerade reingestochen in den Acker. Wie er läuft? Gut. Ist natürlich kein Vergleich zu dem alten Ding von Gustav, ne? Ja, Entschuldigung, altes Ding. Meine ich nicht so. Er hat ja nun seine Jahre auf dem Puckel gehabt, wie auch Gustav selber, ne? Ja, das ist kein Vergleich, das ist die neueste Technik drin hier. Läuft wunderbar. 57 ist in Ordnung erstmal hier für hier. Schnittbreite hier. Da kannst du sogar noch mit Lohn gehen bei anderen teilweise. Das war ja ganz schön teuer, das Ding, ne? Ja, das ist deine Sorge. Ja, ist in Ordnung. Ja, ja. Gut. Soll Mittag nicht vergessen. 12 Uhr, ne? Ja. Ich komm. Die anderen beiden mitbringen. Wie das immer so ist. Mach ich. Sag Bescheid. Ja. Seto. Tschüss. Ups. Ja, nette Geschichte, ne? Finde ich. Passt. Wollen wir so Stück für Stück weitermachen? Sie muss sich jetzt nur noch vernünftigen Trecker besorgen. Einen, der Macht hat. Und anständig mal ein bisschen was hinterhängen kannst. Und zwar nicht so große Stücken, die sie hat, aber dann schaffst du ein bisschen was schneller, ne? Der Fente ist nicht so das Wahre. Kannst du für mittlere Sachen nehmen. Sag ich ja, 5er Fluch, 5 Schaffluch hinter. Ist nicht so das Dollste. Ob ich die kenne, holt sich wieder ein Fan. Am Faseln war sie ja schon mit Fritz, das habe ich schon gehört. Ja, haben wir da denn? Oh, gar nicht mal so unübel. Weiß nicht, 8000 und gehen da, glaube ich, rein, das Ding hier. Kannst du auch gleich wegkloppen. Ja, da kannst Karl-Heinz aber noch nicht draufsetzen, du. Der Technik und so, das kannst du vergessen. Ja gut, willig ist er ja. Man merkt, er hat Lust dazu. Ne? Also auf alle Fälle. Muss er nur noch ein bisschen seinen Saufen in den Griff kriegen, das ist auch schon besser geworden. Und dann mal sehen, was davon kommt. Und Tante Ilse nicht mehr so viel in den Arsch kriegen, ne? Mit seinem braunen Ring um den Hals, du. Oh Mann, oh Mann, du. Oh, Müllers Hänschen, das ist ehrlich, das ist geil, dass er den eingestellt hat. Vielleicht kriegt er noch viel fest, weiß ich, also für ganz jetzt, ne? Weil der macht jetzt so mehr auf, weiß ich nicht, 400 Euro, 450 Euro Basis, so wie das heißt. Der ist immer da, wenn was zu tun ist. Die haben ja auch, er hat ja von seinem Vater da, oder macht mit seinem Vater ja auch noch einen Hof, aber so einen Lütten nur. Darum hat er auch Zeit. Und der war damals bei Onkel Gustav auch schon mal mit, von klein auf an, mitgeholfen und so was hier aus dem Dorf, ne? Wie das so ist. Und Kinder hatten die ja nun nicht. Gustav von Ilse. Und darum, das ist fast wie ein Sohn, so ungefähr, ne? Ja, zusehen, dass sie auf diese nackten Äcker noch da noch Gülle raufkriegen und dann rumflügen den ganzen Kram. Weil die waren so, die müssen wir noch mal einmal abdüngen. Und flügen, flügen, flügen. Karl-Heinz hat das ja langsam raus jetzt. Wie das geht. Das ist wie ein Watt, ne? Und vor allen Dingen eindrillen jetzt. Die müssen eine Drille kaufen, unbedingt. Die alte von Onkel Gustav, die ist, weiß ich nicht.
Schafft gar nichts. Aber erstmal sehen, was mit was für ein Schlepper wir da machen können. Mal sehen, ab und zu hat Fritz ja auch mal ein paar Vorführer da. Ein Korntank Vollfass, nicht schlecht. Wohnen die Schafen was? Naja, mal gucken. Ilse. Ja, Tante Ilse? Die Bohnen soll ich einlagern. Warum? Wenn der Preis gut ist? Ja, das ist gut. Das ist immer noch deine Sache mit dem Verkauf. Ja, ich weiß. Alles klar. Ich bring die auf den Hof nachher. Hast du noch was mit vor? Suppe kochen oder was? Oh, oh. Ja, ist gut, Tante Ilse. Mach ich. Ich bring die auf den Hof mit. Die anderen beiden geguckt, nee, wann denn? Jetzt bin ich am Dreschen. Wollte ich ja erst. Du hast gesagt, ich soll dreschen. Jetzt dresche ich. Ja, ich hab diesen Acker gleich weg hier. Weg gleich runter. Das schafft was. Komm, es ist jetzt 11 Uhr, Tante Ilse, und dann denke ich mal, kriegen wir auch noch was gebacken heute. Wenn das Wetter so bleibt, dann kriegen wir eine Masse runter noch. Huch! Nichts ist passiert. Nein. Ist in Ordnung. Ja, ist gut. Mache ich. Ja, ich gucke die beiden noch nach gleich. Ja, sieh zu. Tschüss. Bei dem, die ihr Handy hat, du kommst echt nicht mehr zur Ruhe. Das wäre mal schön. Die soll mal nach Hedwig fahren. Mal ein bisschen Urlaub machen oder was. Jetzt mit Hänschen, da kannst du auch nicht was anfangen. Ich denke mal, Karl-Heinz, was ich sagte, der kommt auch noch nachher. Das geht auch noch irgendwann. Na, schön direkt. Der Dresser hier läuft gut. Oh, ich sehe gerade, Leute, die Zeit ist schon wieder um. Das ist schon wieder viel zu viel. Können wir jetzt sonst einen zweiten Teil von machen, ja. Aber bis dahin hoffe ich erstmal, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder hier, wenn das hier weitergeht. Ne? Und heißt dann vielleicht nochmal, wie heißt das jetzt? Das muss von Halm hier bei Ilse. Also bis dahin. Wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal alle wieder begrüßen darf hier. Ne? Seht auch, euer Butcher. Tschüss.